Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei.de. Wir sind auf der RehaCare 2017. Hallo Thorsten. Hallo Olli, grüß dich. Oder heute geht es mal ums Thema Sitting Bull. Dich möchte ich mal vorstellen. Du bist ja von Anfang an dabei bei der Firma Franke, machst Apache und Sitting Bull im Verkauf, Probefahrt und so weiter, machst die beste Beratung. Muss ich wirklich sagen, da mal Respekt. Aber heute geht es ums Thema Sitting Bull. Und viele haben mich gefragt, wie sieht denn das aus? Ihr habt jetzt gezeigt, der Apache hat ja eine elektrische Abstützung. Wie sieht es denn beim Sitting Bull aus? Also beim Sitting Bull haben wir mittlerweile natürlich auch eine elektrische Abstützung, wie man hinter meinen langen Beinen sehen kann. Und der Sitting Bull wird immer wieder nachgefragt. Empfohlen wird natürlich von uns immer unser Zwischenmodell, damit man auch durch die Türen kommt. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es Anfragen gibt von Wasserbauingenieuren, Ingenieuren, Architekten, die müssen auf Baustellen, Landwirte, und die nutzen das Gerät. Oder es gibt auch Rollifahrer, die auf Sylt wohnen und wollen einfach nur an den Strand, haben das Gerät in der Garage stehen, müssen durch keine Tür und fahren damit nur an den Strand. Das gibt es natürlich auch. Aber er ist immer wieder Thema. Das große Thema ist, mich fragen viele und dich hier auch, hast du mir auch berichtet, man sieht nur die breiten Reifen, große Reifen, Niederdruckreifen, wo man natürlich schon von vornherein erkennt, er ist wahrscheinlich geländegängig, geländefähig. Aber jetzt sag mal, es ist ja nicht nur der Unterschied Reifen hier am Sitting Bull. Also du hast natürlich einmal den Unterschied, die breiten Reifen, du hast eine viel bessere Auflage. Das heißt, in schwererem Gelände bist du natürlich viel besser unterwegs. Wie jeder mittlerweile bei uns weiß, hat eine andere Übersetzung, hat etwas weniger Reichweite und ist dadurch natürlich noch geländegängiger als der I2, als der Apache. Okay. Welche Breite haben wir hier, weißt du das? Hier sind wir bei fast 90 cm. Das heißt, er geht durch keine normale Tür. Da können wir den Kunden aber immer nur entsprechend beraten. Und wenn der Kunde natürlich sagt, ich will nicht ins Haus, dann nehme ich meinen Rolli, welchen er auch immer hat, und er stellt ihn im Schuppen ab oder im breiten Hauswirtschaftsraum, dann sage ich, okay, der Kunde ist König, wenn er dann den Sitting Bull haben möchte, dann ist es gut. Okay. Dann natürlich durch die Reifen, durch einen anderen Umfang, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Also wir haben hier, glaube ich, 3-4 cm mehr Bodenfreiheit, so wie Frankie gesagt hat. Absolut, 12 cm Bodenfreiheit, das ist eine ganze Menge. Damit komme ich über jeden Schotterweg, über jeden Treckerweg. Da kann ich mit einem Rad in der Furche fahren und mit dem anderen Rad auf der Grasnarbe. Das macht dem alles nichts aus. Und ich habe es probiert auf der Insel in tiefem Sand und es funktioniert hervorragend. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wir sind ja viel oben in Kitzbühel, in die Berge. Ihr kommt jetzt eher aus dem Norden. Wir fahren sehr gern, allerdings leider nicht in der Stadt. Geht es bei mir nicht. Ich muss eben, wie gesagt, mit U-Bahnen mal fahren. Ich habe sehr enge Aufzüge. Daheim komme ich nicht rein. Mein Aufzug ist zu klein. Also wirklich, würde ich auch sagen, ein reines Outdoor-Gerät? Zu 90%. Manchmal sind auch die Gegebenheiten, also es gibt Landwirte, ja, die haben große, breite Tore, die können dann auch in ihre Tenne fahren und stellen das Ding neben dem Kamin ab. Das gibt es auch, aber das muss man immer individuell prüfen und muss auch entsprechend beraten, damit der Kunde dann nicht erzählt und sagt, ja, da komme ich aber nicht durch. Also das gucke ich mir dann immer sehr genau an mit dem Kunden zusammen. Schlussendlich entscheidet natürlich immer der Kunde, keine Frage, aber wir können ja nur unser Wissen auch entsprechend weitergeben, um ihn da nicht ins Leere laufen zu lassen. Wenn jetzt Kunden bei der Gabi sich melden, die leitet das, denke ich, weiter oder wie läuft das eigentlich bei euch? Also das läuft folgendermaßen, entweder, also meine Telefonnummer wird von Gabi weitergegeben, dann rufen mich die Kunden an, ich vereinbare einen Termin, da kommen wir zueinander, weil ich muss ja nebenbei auch noch ein bisschen was arbeiten, aber da kommen wir dann in der Regel recht schnell zueinander und dann kommt der Kunde zu mir und dann machen wir eine ausgiebige Probefahrt, wo ich die Geräte dann entsprechend vorstelle und natürlich ganz besonders nach den Bedürfnissen frage und auch immer gucke ich mir natürlich sehr genau an, mit welchem Handicap habe ich es zu tun und was kann ich dem Kunden empfehlen, sodass ich auch noch nachts ruhig schlafen kann. Das weiß ich, Thorsten, da kenne ich dich lang genug. Wirklich, also da leider eine tolle Beratung sowieso. Jetzt eine große Frage, wie groß ist denn dort ein Einzugsgebiet von dir? Bis von wo dürfen dort die Leute kommen? Also Hamburg, wie weit liegt es weg von dir? Also Hamburg liegt mal so gerade 15 Kilometer von mir weg. Und mittlerweile hat sich mein Einzugsgebiet hat sich doch ein bisschen erweitert. Also es geht hoch bis Flensburg, geht runter bis, sagen wir mal, Linie Kassel, Leipzig, Koblenz und alles, was da drunter ist, das schicke ich dann nach Kirchheim und alles, was
in den Norden geht. Das mache ich und da geht es bis Holland, da geht es bis Mecklenburg, da geht es bis an die polnische Grenze, da geht es nach Rügen, da geht es nach Sylt, da geht es nach Amrum. Also tolle Informationen hier bei Frankie Melder, kriegt ihr die Kontaktdaten von Thorsten. Ich kenne ihn schon sehr viele Jahre und bin sehr froh, dass der bei uns da bei Frankie im Team ist. Bis bald, euer Olli und Willi und Thorsten. Ciao, tschüss.